Testament, wie geht das? Nun, das Wichtigste an formeller Situation ist, dass ein Testament formgebunden ist. Das heißt, entweder ihr geht zum Notar, dann müsst ihr es am Ende nur unterschreiben, oder ihr macht euch die Mühe und schreibt vom ersten bis zum letzten Wort das ganze Testament. Ein maschinell vorgeschriebenes Testament ist unwirksam. Das hat den Sinn und Zweck, dass natürlich niemand für euch das Testament schreibt und eine Unterschrift fälscht oder euch zur Unterschrift zwingt. Da kommt man auch nicht drum herum, wenn jemand altersbedingt nicht mehr in der Lage ist, zu testieren, entweder Notar rufen oder eben in die Binsen schauen. Andere Möglichkeiten berichte ich euch noch im Laufe dieses Lehrgangs. Also alles vom ersten bis zum letzten Wort per Hand schreiben. Das mag für den einen oder anderen, wenn er jahrelang nichts mehr geschrieben hat, ein größeres Problem werden, weil einfach die Übung fehlt. Aber da muss man doch. Oder dann eben Geld in die Hand nehmen und zum Notar gehen. Der Anwalt kann euch an dieser Stelle nur ein bisschen helfen, weil er euch natürlich beraten kann und vielleicht in der Beratung etwas mehr Erfahrung hat als ein Notar, bei dem es nur um die formellen Aspekte geht. Auf der anderen Seite hat der Notar die besseren Formulierungen in der Regel drauf. Aber das müsst ihr wissen. Wichtig ist eben Testament vollständig per Hand. Wichtig ist auch, dass man oben Testament drüber schreibt. Wichtig ist, dass man sein Geburtsdatum dazu schreibt. Ich, Michael Langhans, geboren am 6.12.75 in, wohnhaft in, erkläre hiermit als meinen letzten Willen. Und dann unten Ort, den Datum, Unterschrift. Man kann noch dazu schreiben, alle vorherigen Testamente, insbesondere das Testament XY, sollen hiermit unwirksam sein. Oder eben, wenn es nur eine Ergänzung ist, ich möchte damit mein Testament von gestern Nachmittag ergänzen um ein paar Positionen. Diese Klarstellung ist für mich ganz wichtig, dass ihr nämlich am Ende nicht das Problem habt, dass darüber diskutiert wird, ob jetzt das Testament eine Ergänzung eines alten Testamentes, ob also mehrere Testamente gelten oder ob insgesamt nur ein Testament gelten soll. Ich hatte dieses rechtliche Problem schon, da kann es dann wirklich ins Detail und in die Tausende Euro gehen.